Ah ja. Warum schaust du mich so an? Kennst du mich? Linda, er ist der Festivalsponsor. Er kennt alle Künstlerinnen. Selbst die Unbekannten. Es ist eine Ehre, ihn hier zu haben. Sein Gesicht kommt mir bekannt vor. Ich hab's irgendwo gesehen. Lass mich euch einander vorstellen. Diego ist ein ganz besonderer Sponsor. Er unterstützt unser Festival, ohne eine wirtschaftliche Rendite zu erzielen. Er ist eine Art Mäzen. Er macht das alles für die Kunst. Stimmt, aber in Wahrheit bin ich nur ein frustrierter Künstler. Jemand, der helfen möchte, das Talent anderer zu fördern. Weil er kein eigenes Talent hat. Kunst braucht Leute wie Sie, Diego. Entschuldigen Sie bitte, Sir, aber kennen wir uns? Wie kannst du es wagen, so etwas zu fragen? Ich wusste, es ist nur eine Frage der Zeit, bevor du mich fragst. Wir haben denselben Flug von Rio nach Buenos Aires genommen. Ihr Gedächtnis überrascht mich, dass du sich an uns erinnerst. Was, dass du dich an uns erinnerst, so? Jetzt erinnere ich mich. Er hat uns die ganze Zeit angeschaut. Tut mir leid, wenn ich euch gestört habe. Ich fasse es nicht, dass ich dem Star des Festivals so nah bin. Oh oh. Der große Star des Festivals hier bin ich, Diego. Ich bin Nicole Blank, falls du dich nicht erinnerst. Obwohl wir alle wissen, dass ich unvergesslich bin. Wie auch immer. Als ich dich sah, Linda, konnte ich nicht wegschauen. Du weißt, wie man eine junge Dame erröten lässt. Das Vergnügen ist ganz meinerseits. Da ich wusste, dass du am Festival teilnimmst, musste ich investieren. Ich liebe dein neues Lied. Willst du das Festival damit schließen? Ich werde das Festival schließen. Soll ich ein bestimmtes Lied singen? Ich würde es dir gerne zeigen. Ist das wahr? Linda wird das Festival nicht schließen? Naja, es ist noch nicht entschieden. Wenn du möchtest, können wir uns treffen, um Details festzulegen. Ich dachte, dass meins schon festgelegt war. Nicole, jetzt ist nicht die Zeit. Oh oh. Oh oh. Lissy, hast du mit Linda reden können? Seit sie gegangen ist, nicht mehr. Stimmt was nicht? Ich mache mir Sorgen. Rodrigo hat meine Anrufe nie beantwortet. Milton sagte mir, dass Linda auch nicht mit ihm gesprochen hat. Seltsam. Ist er wegen der Arbeit verschollen? Ich weiß es nicht. Niemand weiß, wo er steckt. Meine arme Linda. Sie hat so viel Pech in der Liebe. Linda? Pech? Seit ich sie kenne, liegen ihr Männer zu Füßen. Es geht mir darum, dass sie trotz allem nicht glücklich sein kann. Das liegt nicht an der Liebe. Rodrigo liebt sie. Aber er ruft sie nicht an. Ich fürchte, Linda wird meine Geschichte wiederholen. Und wie ich allein bleibe. Und wie ich allein bleibe, nicht bleiben. Mein Gott, ey. Verdammt, tut das weh.
Er hat sich von der Schlange beißen lassen. Mein Gott, ey. Sieht hässlich aus, verdammte Schlange. Hoffentlich war sie nicht giftig. Sonst könnte es zu spät sein. Linda weiß, sich zu verteidigen. Das muss ich zugeben. Das kann man nicht von allen Frauen behaupten. Wir können uns genauso verteidigen wie ihr. Aber Linda hat etwas Besonderes. Du hättest sie sehen sollen, als sie Nicole Blank zurechtwies. Sie hat Charakter. Ohne ihre Provokationen würde ich sie mögen. Oh oh. Ich kann immer noch nicht glauben, dass es solche Leute gibt. Ein Mädchen des 21. Jahrhunderts, der ohne Belohnung um der Kunst willen zusammenarbeiten möchte. Das ist wirklich bewundernswert. Und er macht es fast anonym. Diego ist ein Pseudonym. Wirklich? Woher kam dieser Mann denn? Ich weiß nicht. Er bot plötzlich seine Zusammenarbeit an. Und er tut es, ohne einen Nutzen zu haben? Kaum zu glauben. Lindes Charakter hat sie bei dir in Schwierigkeiten gebracht. Ich weiß, aber ohne diesen Charakter wird's nicht so viel Spaß machen. Ich hielt Linda für lasch, aber sie weiß, wie man Kontra gibt. Das amüsiert mich. Seit wann bewunderst du sie so sehr? Er ist bewundernswert. Er tut es aus reiner Philanthropie. Unglaublich. Du hörst dich glücklich an. Das bin ich. Und das wär's fast nicht gekommen. Und du wärst fast nicht gekommen und hättest all das versäumt. Ich weiß. Zum Glück sind die Drohungen des Piraten Geschichte. Ja, die fangen jetzt gerade an. Denk ja nicht, dass ich unser Ziel vergessen habe, Daniel. Wir werden Linda Brown töten, wie sie es verdient. Es verwirrt mich nur, dass du ihr so sehr schmeichelst. Lob stärkt die Schwachen. Und ich will, dass Linda gestärkt wird. Wäre es nicht einfacher, wenn sie schwach und verletzlich wäre? Verstehst du immer noch nicht, wie das funktioniert? Je höher der Aufstieg, desto schmerzlicher der Niedergang. Ich will Linda auf einem Podest sehen. Und wie willst du sie von dort stürzen? Ich werde sie auf spektakuläre Weise vor allen töten. Oh Gott. Wenn Linda eine Show haben will, wird sie sie haben. Eine Sekunde lang dachte ich, du wärst ihren Reizen verfallen. Ich bin überrascht, dass du mir immer noch misstraust. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch ertragen kann. Guck mal, da ist ein Band. Ich bin gleich Tarzan. Ich komme von Baum zu Baum. Dann braucht er nicht mehr laufen. Ich hätte gern, dass jemand mir das Bein absägt. Wie kann Diego Nicole so behandeln? Sie war wütend. Du übertreibst, wie immer. Es war nicht so ernst. Nicole sagte, er hätte sie vor allen klein gemacht. Sie war wütend. Sie fing sogar an, ihre Koffer für die Rückreise zu packen. Aber du konntest sie überzeugen zu bleiben, oder? Ja, das ist das Wichtigste. Bruno, lass mich ein paar Dinge klären, damit du nicht vergisst.
Nicole ist wirklich der größte Star dieses Festivals. Sie ist die Künstlerin, die die meisten Tickets verkauft. Wir können es uns nicht leisten, sie zu verlieren. Was soll ich tun? Ich kann dem Madsen keine Befehle erteilen. Er ist unser Hauptinvestor. Ohne ihn haben wir keine Gewinne. Weißt du was? Irgendwas stimmt da nicht. Er hat uns sehr viel Geld gespendet. Seit wann beschwerst du dich über gespendetes Geld? Bruno, es war alles in bar. Du hast recht. Wer reist mit so viel Bargeld? Jemand, der keine transparenten Konten hat. Genau. Geldwäsche? Das ist das Geringste, was mir in den Sinn kommt. Denkst du, wir sollten etwas unternehmen? Ich weiß nicht, aber ich möchte nicht wieder festgenommen werden. Er kann uns nichts tun. Es gibt hunderte andere Produzenten. Aber Diego interessiert sich nur für unsere Künstler. Ich wäre aufmerksam. Hier stimmt was nicht. Rodrigo, wie geht's? Ja. Wie dumm du bist, Linda. Hier ist deine Antwort. Na, ich bin mit dem Mädchen in der Favela. Es bleibt ernst. Ich kann jetzt nicht auf dich ob. Ich fasse es nicht, dass er keine Sekunde Zeit hat zu antworten. Warum rufst du ihn nicht an, anstatt so viele SMS zu schicken? Du hast recht. Was für eine dumme Frau. Ich schalte das Handy lieber aus. Was passiert? Ich denke, er hat mich abgewiesen. Rodrigo würde das nie tun. Er hat wohl keinen Akku mehr. Warum rufst du nicht die Mutter des Mädchens an? Du hast recht, ich vermisse seine Stimme. Weißt du was, Drausio? Das ist eine großartige Idee. Wie alle Ideen, die ich vorschlage, wenn du öfter auf mich hörst. Hab dich nicht so, Mann. Du bist immer noch meine gute Fee, ja? Hör auf, bevor ich mich aufrege und Rodrigo anrufe. Linda, was für eine Überraschung, dich zu hören. Hallo Manuela, geht's dir besser? Du hörst dich besser an. Ja, ich fühle mich besser denn je. Morgen gehe ich in die Schule. Die Schule? Bist du schon geheilt? Seit Tagen. Ist deine Mutter dort? Da? Ich würde gerne mit ihr reden. Natürlich. Linda, schön dich zu hören. Manuela ist gesund, seitdem Rodrigo mich gewarnt hat. Sie hat aufgehört, die Milch zu trinken. Rodrigo kontrolliert nicht, wie es ihr geht? Nein, er war seit einigen Tagen nicht mehr hier. Ist alles in Ordnung? Ich weiß es nicht. Ich bin froh, dass es Manuela gut geht. Grüß die Kinder von mir. Ich muss gehen. Na, was ist los? Rodrigo hat mich die ganze Zeit angelogen. Die ganze Zeit? Was redest du da? Veronika sagte, dass er seit Tagen nicht mehr bei ihnen war. Dem Mädchen geht es gut.
Sie ist bereits geheilt. Mein Gott, wie kann Rodrigo dir so etwas antun? Ich weiß nicht, ich kann es kaum glauben. Was wirst du tun? Also, Folgendes. Ich würde eigentlich gerne das machen. Ich werde herausfinden, was los ist. Aber sie ist momentan auf einem Festival und sollte sich an sowas nicht gerade jetzt ihre Gedanken frei halten, sage ich jetzt mal. Also, ihre Gedanken damit zermartern, dass irgendwas mit Rodrigo vielleicht sein könnte. Soll sie die paar Tage, die sie am Festival ist, ruhig ausnutzen? Dann nehme ich das jetzt nicht. Also eigentlich hätte ich das jetzt genommen, aber dann hätte ich nur noch 2 Diamanten. Das wäre auch nicht so gut gewesen. Ja. Naja, muss ich mal gucken. Ich muss mal wieder ein paar Sachen machen. Nach 13. Staffel. Ein paar Folgen wieder machen. Dann kriege ich noch ein paar Diamanten dazu. Aber ich werde jetzt erstmal den nehmen, damit sie sich nicht so aufregt, damit sie ihr Kopf frei kriegt, damit sie den voll und ganz dem Festival geordnet ist. Ich würde sagen, das ist die beste Entscheidung, die man jetzt machen kann. Wenn sie sich jetzt daran auch noch den Kopf zermartert, dann ist sie irgendwann kirre und kann nicht singen oder keine Ahnung, was damit ist, was da mit ihr wäre. Deswegen werde ich das nehmen. Ich werde nicht mehr an ihn denken. Rodrigo hat mich die ganze Zeit belogen und für dumm gehalten. Oh Linda, sei nicht böse. Ich hab's satt, ausgenutzt zu werden, Drausio. Ich hab's satt, dass sich kein Mann um Dinge kümmert. Linda, du bist in Buenos Aires im Rahmen eines Festivals. Du solltest strahlen und nicht weinen. Wenn du an dich glaubst, wirst du unglaubliche Vergnügen erleben. Hör auf, an diejenigen zu denken, die dir Unrecht tun. Du hast zu viel gelitten, um dich jetzt nicht zu amüsieren. Ich kann nicht glauben, dass Rodrigo mir das alles antut. Wenn du mich fragst, war er egoistisch. Warum sagst du das? Er hat seine Arbeit vor dich gestellt. Wenn ich er wäre, hätte ich dich zum Festival begleitet. Denkst du, er hat genug von mir? Oh, das ist jetzt aber hart, oder? Das ist jetzt aber sehr hart. Eieieiei. Ja, Mensch. Ja, aber sie weiß ja nicht genau, was mit Rodrigo ist, dass Danielle da schon längst was gemacht hat und so weiter. Das weiß sie ja gar nicht. Vor allen Dingen, wie kann Danielle so ganz schnell dahin nach Buenos Aires, weil sie hat ja erst Rodrigo noch bedroht mit der Waffe und alles und der Pirat war ja schon unterwegs. Ist sie hinterhergeflogen dann einfach? Ja, sowas hat man ja nicht mitgeredet. Auf einmal war sie da. Aber wie gesagt, die Menschen ploppen ja sowieso einfach auf. Zack, da bin ich. Hallo. Bin da. Scotty hat mich hergebeamt. Ich bin da. ja. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht in der nächsten Folge. Da wird es bestimmt noch richtig spannend werden. Mit Nicole Blank auf jeden Fall. Kann ich mir vorstellen, diese arrogante Schlange. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also die regt mich jetzt schon auf. Die hat so einen egoistischen, so ein hochnäsiges Verhalten. Boah, das kann ich gar nicht ab, ey. Ich glaube, ich müsste sie mal anders aussprechen lassen. So, das klingt irgendwie so. Oh, nee. Okay, bevor ich mich jetzt sehr aufrege, würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst eine kleine Bewertung da und dann sehen wir uns schon das nächste Mal wieder zu einer neuen Ausgabe von Linda Browns interaktiven Story. Ich bin damit raus. Haut rein, bis denn und ciao.